Hallo miteinander zu einer weiteren Folge vom NHL 13 Let's Play. Ja, der HCD schwimmt da momentan auf einer Erfolgswelle nach den letzten beiden hohen Heimsiegen. Und nicht nur der HCD schwimmt auf einer Erfolgswelle, nein, auch die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft im Real Life schwimmt auf einer Erfolgswelle. Sie haben sich im letzten Match jetzt gegen die USA können fürs Finale qualifizieren. Ich weiß, wenn das Video da online geht, ist der Finale schon lange durch. Aber trotzdem habe ich das jetzt einfach mal vor dem Spiel noch erwähnen, dass wir jetzt quasi einige Stunden vor dem grandiosen Finalspiel stehen, wo die Schweizer Nationalmannschaft auf Schweden treffen wird. Ich werde mir das Spiel natürlich anschauen, aber jetzt nehme ich zuerst mal noch ein bisschen auf. Und zwar, weil ich jetzt so voll im Hockey-Fieber bin, NHL natürlich mit dem Revanche-Spiel quasi da für die ZSC Lions, wo wir im letzten Match dank 4 Goal vom Reto von Arx mit 7:2 abgeschossen haben. Und die ZSC Lions werden natürlich ihrerseits im Heimspiel eine Revanche machen. Da der Leonardo Cinoni mit 92,04% gehabten Schuss. Auf der anderen Seite der Sulander mit 90,31%. Im letzten Match ist er ja dann frühzeitig ausgewechselt worden, schon im ersten Drittel. Jetzt also kriegt er wieder das Vertrauen vom Trainer. Und der Reto von Arx verliert das erste Bulli gegen den Domenico Pettis. Reto von Arx im letzten Match mit 6 Scorerpunkten. Hat jetzt einen riesigen Vorsprung in der Scorerliste, nämlich genau 6 Scorerpunkte Vorsprung auf den Pettis vom heutigen Gegner. Und auch Hunde bereits schon wieder das erste Mal gefährlich zum Abschluss, nach weniger als 2 Minuten. Schon wieder Gefahr für das Goal vom Sulander. Die ZSC Lions haben sich seit dem letzten Match mit 3 Spielern verstärkt. Sie haben 3 Free Agents gekauft. So, das ist oben mit dem Abschluss. Und mit einem 1:0. 2 Minuten 5 Sekunden gespielt. Lukas Stob 1:0 für den HCD. Mit dem trockenen Schuss vor der blauen Linie. Also wieder ein super Start. Der Rizzi gewinnt das Bulli. Da sehen wir es. Stob nimmt, drückt ab und der Böck landet hoch im Eckli. Zulander ohne Abwehrchance. Sicht ist versperrt. 1:0 damit schon wieder für den HCD. Nach knapp mehr als 2 Minuten. Ja, ich wollte sagen, die ZSC Lions haben sich verstärkt. Sie haben 3 Free Agents geholt. Ich weiß nicht, ob die da heute schon im Einsatz stehen. Und jetzt gibt es Offside, da können wir das kurz erwähnen. Der Sergei Brülin, der Justin Mappletoft und der Nick Ternaski. Vor allem drei noch nie etwas gehört. Aber die sind jetzt mal verpflichtet. Ich weiß nicht, ob die schon im Einsatz stehen, wie gesagt. Wir werden es sehen. Rizzi gewinnt ein weiteres Bulli. Der Stopp mit einer weiteren Angriffsauslösung. Aber Pass vom Guckisberg Kuni da. Und da ist ein gefährlicher Abschluss für ZSC Lions und nein, kein Gegenzug, sondern ein Icing und ein erlaubter Befreiungsschlag in dieser Situation. Ja, der HCD hat bisher alle Saisonduelle mit der ZSC Lions gewonnen, die momentan auf Platz 2 in der Tabelle liegen. Der HCD hat 7 Punkte Vorsprung bereits auf ZSC Lions, wo ihrerseits schon 2 Spiele mehr absolviert haben. Rizzi gewinnt auch das Bulli wieder. Und kriegt jetzt gerade den Böck vom Guckisberg zugespielt. Leitner zurück auf den Guckisberg. Und der zieht einfach mal ab und der Sulander mit Mühe, aber der Bürgler kann wenig schnell reagieren. Ja, wie schon gesagt, alle 3 Spiele bisher hat der HCD gegen ZSC Lions. Und da sehen wir jetzt auch gleich die Tabelle kurz. Ganz kurz haben wir die Einblenden gesehen. Ihr könnt auf Pause drücken, ich kann das nicht. Von Arx ins Bulli. Schäfer drückt ebenfalls ab, trifft aber den Sykora, der vor dem Goal probiert er dem Gegner die Sicht wegzunehmen. Von Arx auf Staticek. Hat der Puck immer noch und der Sulander mit einer weiteren gezwungenen Parade. Ja, der HCD eindeutig stärker als der ZSC. Zucker hat in den letzten 6 Spielen also Scorerpunkte gesammelt, haben wir gerade eingeblendet gesehen. Und der Chinman, das mal beim Bulli. Gewinnt das ebenfalls. Ramholt. Wieder Stopp. Oh, und wieder ein gefährlicher Abschluss vom Stopp. Der ist auch ausgezeichnet in Form. Da fängt der Puck auch wieder schön ab. Und zieht schon wieder allein durch. Und trifft schon wieder. 2:0, Lukas Stopp. 8 Minuten 12 gespielt. Doppeltorschütz, also der junge Verteidiger vom HCD. Wir werden das jetzt dann gleich nochmal sehen. Da fährt er an allen vorbei.
Und dann verwünscht er den Zoolander auf der Fanghandseite im hohen Eckli. An allen Zürcher ist er vorbeigefahren. Und schon wieder führt der HCD früher in dieser Partie mit 2 Goal. Ja, die letzte Match hat Davos recht dominiert. Auch gegen ZTC Lions im letzten Match. Das 7:2 ist natürlich ein Debakel gewesen. Von Arx. Schießt am Goal vorbei. Daticek hat den Puck, kann ihn aber nicht kontrollieren. Lindenbacher löst den Gegenzug über Gobi und Bergi aus. Und dann der Tambellini und der Bergi. Aber der Genoni mit einer unglaublichen Parade. Ja, momentan jedes Rädchen passt beim HCD. Von Arx, Sykora, Von Arx verliert den Puck, dann an Gobi. Und jetzt wieder Zürcher mit einer Chance, aber der Sykora wird für den bereits bezwungenen Genoni. Das meine ich eben mal. Oh, und das gibt wieder ein Icing. Ja, momentan läuft es einfach beim HCD wie am Schnürli. Darum auch die deutliche Führung schon in der Tabelle. Wenn wir hier sehen, wie sich Zürcher super durchkombiniert haben. Aber der Genoni mit der Fanghand ist bereit. Ja, und auch eben der Reto von Arx, der zwar in dem Match bisher noch keinen Scorerpunkt sammeln können. 6 Scorerpunkt Vorsprung und Scorerwertung Carm Domenico Pittis ist natürlich nicht zu verachten. Ja, der Pass geht auch ins Niemandsland, aber der von Arx übernimmt. Leid auf den Bürgler und der probiert sich um seine eigene Achse zu drehen, aber kein Torgefahr da in dieser Situation. Verteidigung von der Zürcher aufpassen. Und jetzt geht wieder auf der anderen Seite Genoni gefragt. Und mit einem Abspielfehler, aber geht noch gut. Bürgler kann den Gegenstoß auslösen. Spielt ihn auch in Zonen runter, aber dort kommt keiner an den Puck her das Mal. Und schon wieder der Gegenzug über den Ambühl. Und jetzt gibt es eine Strafe gegen den Jan von Arx. Er hockt sich da beim Andres Ambühl ein. Klare 2-Minuten-Strafe. Wir werden das da jetzt dann nochmal sehen. Da hängt er ein und der Ambühl hat keine Chance zum Durchziehen. Aber das ist eine Strafe, die man eigentlich nehmen muss, weil sonst kann der Ambühl allein aufs Goal losziehen. Jetzt sind wir mit einem durchschnittlichen Powerplay Rang 6 in dieser Saison bisher. Oh, was war das? Ganz ein komischer Versuch hier vom Schäfer, aber alles gut gegangen, auch in dieser Situation. Ja, im 1 gegen 1. Marhan nicht erfolgreich gegen den Lindenbacher. Lindenbacher ist ja Teil von der so erfolgreichen Schweizer Nationalmannschaft. Und Zürcher können sich jetzt installieren und Lindenbacher schiesst, aber Böck wird vor dem Goal schon abgeblockt. Nochmal Lindenbacher. Und das Mal war der Genoni auf dem Posten gewesen. Und wieder können sich Davos befreien. Mit dem Chinman, der da ein bisschen Zeit gewinnen will, aber dann den Böck am Tambellini verliert. Aber Davos sind hinten schon wieder formiert. Und dann kommt der Pass doch in die Mitte zum Kolnik. Und es steht nur noch 2:1. Juraj Kolnik. Die Hosen sind eigentlich um den Posten gewesen, zweimal vor dem Goal und trotzdem kommt der Kolnik da an den Böck her. Eiskalt abgeschlossen, wir werden es jetzt hier auch nochmal sehen. Der Pass über und da sehen wir es, zwei stehen in der Mitte, werden von dem Flippass überrascht. Und auch der Genoni im Goal kann nicht mehr reagieren. Damit nur noch 2:1. Der HCD wird es in der nächsten Woche 3 Spiele geben. Grossmann jetzt am Pöck. Auch er kommt nicht zum Abschluss. Die Zürcher jetzt haben sich definitiv gefangen in dieser Partie. Auch wenn es ein Powerplay braucht hat. Und beinahe da der Ausgleich. Aber Davoser schaukelt die Führung in die Pause. 2:2 also nach dem ersten Drittel. Nächste Woche wird es 3 Spiele für den HCD. Das erste heilige Zug. Und dann steht das Berner Weekend bevor. Auswärts in Langnau, dann der heilige Biel. So weit sind wir aber noch nicht. Jetzt sehe ich mal da das zweite Drittel von dem Spitzenspiel zwischen der ZSC Lions und dem HCD Davos. Im letzten Duell ja da im Zürcher Hallenstadion.
hat der HCD ebenfalls nach dem ersten Drittel geführt und hat dann im zweiten Drittel drei schnelle Goal kassiert. Das gilt es jetzt natürlich zu verhindern. Der Inwig ist noch in der Köpfe drin. Aber die Voraussetzungen sind doch jetzt ganz andere. Da wo er wieder im Angriff mit dem Sykora, der kommt an den Böck, bremst den schön ab. Und leider in die Mitte zum Tati-Check, aber leider kriegt der den Böck auf der falschen Stockseite und Backhand kann er da nicht gegen den Sulander ausrichten. Jan von Arx kann nicht befreien, dann kriegt er eine zweite Chance und dann lanciert er den Tati-Check. Tati-Check sieht der Sykora und der Sulander mit einer Glanzparade. Ich glaube, das sehen wir jetzt sicher gerade nochmal. Der Sykora kriegt den Böck nämlich auf der richtigen Seite und drückt da sofort ab. Sehen wir das da nochmal? Nein, das ist der zweite Abschluss vom Sykora. Leider nicht mehr. Der erste, der ist nämlich viel, viel gefährlicher. Und der Sulander mit einem blitzartigen Reflex rettet seine Mannschaft vor einem höheren Rückstand. Fritzi beim Bulli, gewinnt das, Ramholt, wieder der Stopp. Das mal trifft er nur den Gegenspieler. Und der Pass in die Mitte wird abgefangen. Stopp jetzt wieder hin, von Nöten. Wir erinnern uns ja, der Stopp hat eine ganz schwache Phase gehabt, wo wir uns sogar gefragt haben, ob der Stopp überhaupt noch zum Einsatz kommen wird, wenn der Forster wieder gesund ist. Jetzt stellt sich die Frage momentan überhaupt nicht. Der Stopp spielt überragend. Und auch der Guckisberg, nämlich der macht jetzt da das 3:1. Peter Guckisberg setzt sich im ähnlichen Stil wie der Stopp im ersten Drittel durch und bezwingt den Sulander auf der gleichen Seite. Dort hat er eine kleine Schwäche. Da fährt einfach zwischen den Gegnern durch. Und dann nicht ganz so hoch wie der Abschluss vom Stopp, aber auch auf der Fanghandseite bezwingt er der Ari Sulander zum 3:1 in der 27. Minute. Chinman und Ramhold mit den Assists im Übrigen. Sind auch immer noch vom Eis. Zumindest einmal der Chinman. Oh, und dann einen schweren Abspielfehler vom Schäfer. Aber der Genoni auf dem Posten. Und der Chinman fährt wieder los. Schon wieder ein Konter von der Moser. Und der Wieser schießt am Goal vorbei. Ja, momentan. Was Zürcher offensiv zeigen, ist ja an und für sich nicht einmal schlecht. Sie setzen sich immer wieder schön in Szene, aber auch immer wieder Abwehrfehler bei den Bündner. Und Ambel hätte da jetzt fast davon profitieren können. Aber defensiv sind Zürcher momentan überhaupt nicht auf der Höhe von ihrer Aufgabe. Sieger da spielt der Böck auch einfach einmal abwärts. Und da wo ist es schon wieder mit einem Gegenzug. Über den Wieser. Auch der kommt außen rum. Bedient der Scharoni und der Sulander wieder ausgezeichnet. Und jetzt gibt es eine 2 Minuten Strafe gegen den Scharoni. Ein bisschen zu heftig da interveniert. Und jetzt heisst es natürlich aufpassen, weil beim ersten Powerplay hat es geklingelt hinter dem Leonardo Scharoni. Da sehen wir, der Jack ist da sauber gewesen, aber nachher noch mit dem Stock nachgehakt. Und das liegt natürlich nicht in der Null-Toleranz. Da sehen wir 1:1 Powerplay-Situationen ausgenutzt. Und jetzt befreien Davoser das erste Mal. Sulander lässt Böck im Ecken unten liegen und der Gobi nimmt ihn schön mit. Hat er gesehen, dass der von Arx kommt. Und einen ersten Abschlussversuch. Und der Böck ist wieder aus der Zone draußen. Wieder beim Sulander. Und wieder der Von Arx, der aggressiv vorcheckt. Und das mal auch Erfolg hat. Aber der Blindenbacher passt auf. Und ein Abschluss wieder von der Zürcher, wo wirklich Powerplay, das haben sie im Griff. Und schon wieder ein gefährlicher Abschluss. Und der Reto Von Arx kann erneut befreien. Der Rizzi fährt auch dieser Scheibe wieder hinterher. Der Druck aufrecht erhalten. Und der Kolnig, der zuerst getroffen hat, jetzt wieder mit einem Abschluss, aber der Genoni das mal wieder sicher. Und der Ramholt, der Böck ist doch aus der Zone draußen gewesen, also da bin ich mir jetzt fast sicher, auch wenn man es gerade sehr schwer erkennen kann, aber das hat bei mir ziemlich alt ausgesehen. Aber die Strafe ist überstanden, legen wir uns jetzt über auf, Scharoni ist wieder da. Und prüft gerade mal den Sulander mit einem nicht einmal ungefährlichen Abschluss, aber ein bisschen zu zentral auf der Goalie gespielt.
Der Stopp verliert da das Duell gegen den Kolnik. Kolnik auch ausgezeichnet in Form heute. Und der Scharoni wieder am Böck. Leid zurück auf den Seine. Und der zieht am Goal vorbei mit seinem Abschluss. Und schon wieder Vorchecking ausgezeichnet von der Davoser. Und es wird gefährlich, aber Sulander einmal mehr auf dem Posten. Ja, dank dem Sulander steht es auch noch nicht höher. Und da super Check vom Seine. Und der Südkorea jetzt am Böck. Die erste Linie hat man bisher eigentlich noch nicht gesehen. Bis auf jetzt, 4-1. Reto von Arx, kurz vor Ende vom Drittel, schlägt der Topscorer wieder zu. Eben als ich gerade gesagt habe, dass die erste Formation bisher gar noch nicht gesehen worden ist. Klingelt es auch schon. Reto von Arx, 4-1. Sehen das da nochmal hoch in die Ecke und wieder auf der Fanghandseite. Der Sulander hat dort scheinbar wirklich eine Schwäche. Da wo sie gewinnen, auch das Anspiel da wieder. Kommen sie nochmal zu einem Abschluss? Jawohl, sie kommen nochmal zu einem Abschluss, aber nicht zu einem Goal. Der Wieser scheitert an der Stockhand vom Sulander. Aber 4-1 bereits schon wieder die deutliche Führung für den HCD. Nachdem es im letzten Match ja 7-2 noch viel höher ausgegangen ist, jetzt aber auch schon wieder. Und da haben wir jetzt nochmal die Chance vom Südkorea gesehen, die ich vorher erwähnt habe. Da. 3-1 vom Guckisberg. Und da das 4-1 vom Reto von Arx, der eben gerade vorher gefallen ist. Deutliche Führung, also auch das mal wieder für den HCD. Es läuft momentan einfach wunderbar. Und wir starten direkt ins dritte Drittel. Zeichen stehen momentan ausgezeichnet für den HCD. Dass auch das Spiel gewonnen werden kann und der Vorsprung weiter ausgebaut wird. Auch wenn natürlich das drittplatzierte Lugano statistisch besser dasteht als ZSC Lions. Und jetzt wieder der Reto von Arx. Der Jan von Arx. Und wieder eine Parade vom Sulander. Und jetzt der Konter über den Tambellini. Aber der Jan von Arx leitet da einen Schuss und den bricht Tambellini auch noch im dümmsten Moment den Stock. Tambellini hat bereits einen neuen Stock geholt. Kumpel jetzt wieder gefährlich und fast mit einem Schuss in der Nachecke würde beinahe der Genoni überlisten. Und der Südkorea zieht ums Goal um. Der Pass kommt aber nicht, aber da kommt der Bürgler von hinten. Als erster bereits schon aufs Eis von der neuen Linie und hätte da beinahe können profitieren von dem Durcheinander in der Zürcher Abwehr. Und auch da der Bürgler nicht ganz souverän, aber ohne Problem löst er die Aufgabe. Aber dann der Rückpass vom Rizzi auf den Bürgler. Katastrophe und dann ist ein Davoser in der Zone drin. Ob der Schäfer ist das gewesen, wo drin war, oder ist der Schäfer der, wo der reingefahren ist? Da sehen wir nochmal den Abschluss vom Tambellini mit seinem neuen Stock. Gefährlich, beinahe hat er den Genoni in der Nahenecke verwischt. Aber es stand nach wie vor 4-1. Und natürlich läuft der ZSC Lions langsam Zeit davon. Der Woser müsste nicht mehr unbedingt angreifen. Die können sich jetzt aufs Konter verlegen. Aber auch da wieder. Schon wieder ein Abspielfehler und der Jocki zieht los. Der hat ja letztes Mal ein ganz kurioses Goal geschossen. Das mal aber probiert der Pass, der kommt nicht an. Das Goal quasi ins Leere zum 7-2. Und schon wieder erobert der Grossmann das mal der Böck. Leider über auf den Chinman und dem sein Schuss ist noch abgelenkt worden. Gefährlich. Und jetzt gibt es schon wieder eine Strafe gegen den Woser. Und wieder muss der Scharoni raus. Seht ihr es da nochmal? Scharoni schießt eigentlich nur aufs Goal. Und dann kriegt er 2 Minuten verhaken. Ja, immer ist das Spiel nicht ganz logisch aufgebaut. Aber jetzt heisst es wieder Unterzahl überstehen. Stopp, haut den Böcke wieder einmal tief in die Zone runter.
Zuländer lässt den Puck liegen. Oh, beinahe wäre da der Reto von Arzt wieder an die Scheibe gekommen. Schon wieder. Zürcher mit viel, viel Mut in dieser Situation mit der Pass. Aber sie kommen vor das Goal. Und jetzt, wo sie mit einem Gegenstoß. Rizzi. Und der Reto von Arzt kommt da tatsächlich noch an den Puck vor dem Goal. Weil der Zürcher Spieler meinte, die Situation sei schon vorbei. Ja, Leonardo Cinoni wird da nochmal speziell gezeigt. Er hat bisher wirklich mirakulös. Im Gegengol hätte er nichts machen können, aber sonst hat er super Parade gezeigt, wie er in dem Match. Bei dem sind der letzte Match eigentlich eher die Offensive gewesen, wo für die Musik gesorgt hat und er nicht immer 100%ig überzeugt hat. Ist heute wirklich der Cinoni wieder das Maß aller Dinge, aber seine Vorderleute machen ab und zu ein bisschen Fehler, wo aber bis jetzt noch nicht sonderlich gefährlich geworden sind. Wieder das eine Mal und auch da wieder. Im Kolnik wird der Puck kurz abgeluchst, er gerät damit ein bisschen aus der Konzentration raus. Auch der Schuss wird wieder am Goal vorbeigelenkt. Da steht auch schon wieder einer dazwischen und da auch wieder ein Stock drin, dass wir den Chinman und den Marha, die super Verteidigerarbeit leisten und jetzt gerade den Gegenzug übergehen. Und sie positionieren sich in der Zone. Schäfer, Ramholt, schießt einfach einmal. Und der Marha probiert, Abprallen zu verwerten, das klingt aber nicht. Dann kommt der Süker da von hinten, aber wieder der Zuländer. Der zeigt nämlich auch ein super Spiel, trotz 4:1 Rückstand. Am Zuländer ist es heute sicher nicht gelegen. Seht, dass da nochmal der Süker da kommt. Nicht ganz ideal zum Abschluss, aber der hätte auch unten im Eckli gepasst. Und auf den Abpraller wären der Hose bereit gewesen. 90% der Bullis gewonnen. Was für eine deutliche Statistik. Und das Weiteres kommt dazu. Bucks Schuss landet aber neben dem Goal und nicht auf dem Goal. Bürgler übernimmt vom Guckisberg. Passt auf der Rizzi. Der wird gerade vor zweimal beschäftigt und da kann er natürlich nichts mehr machen. Am Duell. Ist das jetzt die letzte Offensive von der Zürcher nochmal? Aber auch da, Davoser sind einfach immer ein Tick schneller. Rizzi, ja, und der Pass führt zu einem weiteren Icing. Hätte eigentlich der Guckisberg lancieren, aber der Pass viel steil. Und deshalb wieder ein Pulli vor dem Leonardo Cinoni, aber in dieser Statistik. Und da wird der ZSC-Spieler. Der Ambühl ist es gab von zwei Davoser im Mangel genommen, vom Bürgler und vom Rizzi ist das gewesen. Nächste Saison der Ambühl ja wieder bei Davos. Der Grossmann hat gehört. Der Guckisberg. Spielt den Puck in die Zone rein, aber der Bürgler kann ihn nicht kontrollieren. Und der Kunti probiert einen Gegenstoß. Aber jetzt gefährliche Situation. Der Bürgler allein vor dem Goal. Und das muss natürlich ein Strafe geben, wenn nicht sogar ein Penalty. Es gibt sogar einen Penalty für den Bürgler. Wir sehen, dass da er setzt sich durch und dann wird von hinten umgemäht und damit kann der Bürgler jetzt zu einem Penalty antreten. Gegen den Ari Zuländer. Fast wäre der Böck rein, aber das mal macht der Zuländer das Eckli zu. Wir sehen, dass da auf der Linie ist der Böck gewesen. Glück jetzt in dieser Situation für ZZL1, auch wenn es nichts mehr groß ändert an dem Spiel. Es bleibt beim 4:1. Es stoppt nochmal mit einem Abschluss, aber auch der pariert der Ari Zuländer. Tambellini spielt den Puck nochmal in die Zone rein, aber schon wieder ist in der Hose bereit und der Reto von Arzt zieht nochmal los. Zykora hinter ihm bietet sich an, kriegt den Puck, dann der Tati-Check und dann fast nochmal der Reto von Arzt mit einem Abschluss. Berchi. Tati-Check löst nochmal aus auf der Reto von Arzt. Und der Zykora hat wieder probiert abzulenken, wie du gegen Ambri. Und der Stob mit dem Böck. Bedient der Zykora. Will in die Mitte passen, aber Zürcher sind da auf der Hut.
Und damit endet das Spiel wohl mit einem 4:1. Zürcher kommen da glaube ich nicht nochmal zum Angriff. Nein, es endet mit 4:1 für den HCD. Ein deutlicher Auswärtssieg, also nach den letzten beiden deutlichen Heimsieg. Und der vierte Sieg im vierten Spiel gegen den Gegner. Und ganz klar, Direktbegegnungen machen momentan den Unterschied in den Tabellen aus. Der HCD kommt damit jetzt auf 57 Punkte. Letzte Lines bleiben auf ihren 47 hocken. Haben dabei schon zwei Matches mehr bestritten. Also deutlicher Vorsprung der HC auf der ZSC. Ich weiß zwar nicht, was Lugano gemacht hat, aber mehr als 47 Punkte haben sie auch nicht. Sie haben nämlich vor dem Spiel 44 gehabt, aber ein Match weniger als der HCD, also virtuell gesehen mindestens 7 Punkte Vorsprung für den HCD in der Tabelle. Und wir schauen dann noch auf die drei Stars vom Spiel. Der Lukas Staub natürlich, er hat 1-0 und 2-0 geschossen. Das ist natürlich die Nummer 1 Auszeichnung. Dann Leonardo Giannoni mit 95,24% gehabten Schuss. Auch ein verdienter Second Star. Und der Guckisberg, der das dritte Goal geschossen hat, der ist als Third Star ausgezeichnet worden. Wir sehen hier nochmal Goal in der Übersicht. Nach 2:06 eben der Lukas Staub auf Pass von Sandro Rizzi mit dem Schuss von der blauen Linie zum 1:0. Dann in der 9. Minute ein Sololauf vom Lukas Staub zum 2:0. In der 19. Minute das Powerplay-Goal von der ZSC Lions, der Juraj Kolnik mit seinem 6. Saison-Goal auf Pass von Tambellini und Blindenbacher. Und dann im 2. Drittel hat nur der HCD getroffen, der Guckisberg in der 7. Minute mit seinem 4. Saison-Goal auf Pass von Chinman und Ramholt. Und kurz vor Drittel sind der Reto von Arx mit seinem 17. Saison-Goal bereits auf Pass von Sykora und Back. Zum Schlussresultat von 4:1. Im letzten Drittel ist nichts mehr Zählbares passiert. Wir sehen hier noch die Schussübersicht, ist relativ ausgeglichen gewesen. Zürcher haben sogar einmal mehr aufs Goal geschossen. Trotzdem gewinnt der HCD die Partie mit 4:2. Auch danke meinem überragenden Leonardo Giannoni. Ich danke euch fürs Zuschauen, hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin, tschüss miteinander.